Aber Glückwunsch, Kind, du bist ein erfolgreicher Necromancer. Er steht jetzt einfach in unserem Camp rum als Deko. Er bewegt sich sogar noch. It was another day in the city of lies, Baldur's Gate. Und damit herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, wir sind ja letzte Mal ein wenig durch die Stadt von Baldur's Gate durchgeschlendert und sind im Endeffekt hier in The Devil's Fear angekommen. Wir wollten eigentlich zu Khazad-dûr, haben uns aber in der Tür geirrt und sind dann halt hier reingestolpert, was aber auch ziemlich nach Teufelsladen aussieht. Und ja, diese gute Dame hier hat ein Buch, das wir uns mal schnell klauen wollen, weil da ein wenig die Tipps stehen, wie man oben einen Dämon beschwört oder ein Tor zur Hölle oder sowas. Ich weiß es nicht, aber wir schauen einfach mal, ob wir sie pickpocketen können. Es geht hier in erster Linie um das Grimoire hier. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir haben wollen vielleicht? Ich weiß nicht, wie es hier mit den Schlüsseln aussieht. Dass sie uns nicht gesehen hat. Ja, ich weiß auch nicht, wer das gewesen sein könnte. Ich habe nichts. I have no idea what you are talking about. Schnell in Hiding. Spricht sie jetzt auch mit Asterion? You might want to allay some suspicions before things get out of hand. Better to talk your way out of the situation. Deception. Are you sure my fingers aren't nimble enough for pocket picking? Wir können keinen Bonus draufpacken, das ist irgendwie doof. Asterion, du schaffst das schon. Nicht. Greift sie uns jetzt an? Roll again. Das sieht schon besser aus. You'll walk free for now, but your stories won't land so well if you're caught again. Is it though? Okay, also es werden immer die Leute befragt, die auch zusammen in einer Gruppe sind. Anscheinend. Naja, gut. Lesen wir uns doch gleich oben das Ding nochmal durch. Wenn wir es irgendwie schaffen, hier durch diesen Circle zu kommen. Oh, was ist das denn? Thirsty Ward. Hat das was hier mit der Falle zu tun? Thirsty Ward? Okay, willst du Wasser haben? Haben wir Wasser? Ich weiß noch nicht, wo wir eventuell Wasser hätten. Oder ob ich es gegebenenfalls, wenn ich was hätte, rausgeschmissen hätte. Könnte ihm auch irgendeinem Elixier geben. Ich weiß nicht, ob das auch den Durst stillt. Kann ich das hier öffnen? Wäre Wasser nicht gegebenenfalls hier drin? Anscheinend nicht. Haben wir vielleicht Asterion Wasser gegeben? Der hat ja die ganzen Potions. Ne, der hat nur andere Potions. Hier ist auch das Grimoire. Und ein Gold Key und ein Helsix Key. Sonst hat wahrscheinlich auch keiner von euch sowas wie am Holy Water. Das wohl auch zählt? Also wenn es überhaupt Wasser ist, was der will, aber wer durstig ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten, will Wasser. Sortieren wir mal nach Type. Ich weiß nur nicht, wo Wasser dann landen würde. Aber ich sehe nichts, was hier irgendwie nach Wasser aussieht. Probier einfach mal Holy Water da reinzupacken. Dixis, geh bitte nicht auf das Ding drauf. Aber bitte nicht vier, ich will nur einen haben. Nee. Auch wenn man das trinken kann, ist das anscheinend nicht zu trinken. Och meine Fresse, warum lauft ihr denn auch da drüber? What the fuck? Wir wollen erstmal gucken. Ich hatte übrigens im Cutting gesehen, sie war doch derjenige, der einen Skull hatte. Weil das war ja eins, was ich vermutet hatte, was eventuell ein Item ist, das wir brauchen.
Was haben wir hier? Coin of Mammon. This coin reeks of a strong metallic stench, usually indicating an entire hoard of treasured metal. Okay. Ja, und dieses Infernal Marble haben wir halt gefunden. Was steht denn hier drin? Das sind die Sachen, die wir brauchen. Wir brauchen etwas, was keine Augen hat. Aber mal gesehen hat. Das ist für mich ein Skull. Dann brauchen wir etwas, was gecuttet ist. Aber nicht bluten kann. Was cuttet man denn? Das kann vieles sein. Kräuter. Edelsteine. Die werden geschliffen. Im Englischen heißt das ja auch cut. Oder cut diamond oder sowas. Ja, entweder irgendwas an Gemüse oder Edel. Wahrscheinlich irgendein Edelstein wird wahrscheinlich sinnig sein. Irgendein gecutteter Edelstein. Dann brauchen wir etwas, das riecht, aber nicht riechen kann. Also etwas, was stinkt, aber nicht riechen kann. Das erste, was mir dazu einfällt, ist irgendwie ein Fisch. I don't know. Beside the dead remains the aspect of the Everest Lord. Ist das vielleicht dieser Coin of Mammon, den wir da oben auch gefunden haben? Ich weiß nur leider nicht, wer Mammon ist, aber das könnte es sein. Then the circle center shall receive the internal marvel of infernal marble. Den haben wir auch. Und dann gucken wir, was passiert. Also wir brauchen einen Totenschädel. Wahrscheinlich einen Edelstein. Haben wir nicht sogar einen Diamanten da oben gefunden? Ja. Dann den Coin. Sie hätte einen Totenschädel. Aber ich gehe mal mit Isterion da hoch. Der scheint ja irgendwie gut zu würfeln, diese Falle zu vermeiden. Lauf einfach mal durch. Ach, guck mal, der redet auch. Dann hat der wahrscheinlich irgendwas mit der Falle zu tun. Aber naja. Ja, ich weiß nicht, haben wir hier irgendwo Wasser drin? Baldur's Grape. Ich meine, könnte man... Da oben ist Water. What do you mean? Whatever you expect to gain from the Helms is not worth the risk. Woher weißt du, was ich vorhab? Hier, nimm mal dein Wasser, wenn du das haben möchtest. Nicht werfen, Isterion. Nicht werfen. Du sollst es da einfügen. Isterion rastet direkt aus. Das war richtig. Und die Falle ist weg. Sehr schön, dann können die anderen jetzt auch hochkommen. Dann sind wir immerhin zusammen hier, was auch immer hier passieren wird. Helsig's Diary. Hm. Das bringt uns nichts. Haben wir hier irgendwo vielleicht einen Schädel rumliegen? A Wrath of Water. Okay, wir haben hier auf jeden Fall Sachen mit Wasser. Hier ist noch ein Schlüssel. Wood Bark. I don't know. Liegt hier irgendwo ein Schädel rum? Oder in irgendeiner Truhe hier vielleicht? Ich hätte den ja gerne unten gekauft, aber sie bietet ihn jetzt nicht mehr an. Die Schädel, die hier so liegen, kann man überhaupt nicht nehmen. Also sind doch keine menschlichen, aber ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das überhaupt richtig ist, was meine Vermutung jetzt ist, aber das würde ich einfach mal ausprobieren. Okay, Shared Stash, klar. Haben wir hier draußen irgendwas? Das sieht aber ehrlich gesagt auch nicht danach aus. Wir machen einfach mal alle Türen auf. Aber nee, hier liegen keine Schädel und nix. Und dann haben wir irgendwie sowas wie einen toten Fisch oder sowas. Oder irgendwas in unserem Alchemie-Pouch. Ich meine, ich habe auch keine Ahnung, was hier riechen könnte, ne? Ich meine, es gibt auch viele Sachen, ehrlich gesagt, die riechen können. Kommen die denn alle in Frage? Weil wenn ich jetzt sowas wie Lavendel zum Beispiel finde, das riecht auch. Aber bei solchen Rätseln könnte ich mir eigentlich auch gut vorstellen, dass hier irgendwas rumsteht. Zum Beispiel Incense. Jetzt muss ich nur mal gucken in das Buch. Schick das mal an Dixis. In welcher Reihenfolge das alles gemacht werden muss oder ob die Reihenfolge überhaupt eine Rolle spielt. Place that which has no eyes by the western point of the circle. Also hier. Gegenüber sind zwei Punkte. Da und da.
Und was muss wo rein? Ich habe immer noch keinen Schädel, aber auf die linke Seite das, was gecuttet ist, also den Gem. Und auf die rechte Seite das Ding hier. Also was dickes, pack's einfach mal ein. Wooden Casket, ist da vielleicht was drin? Ah, guckt mal. Ich sag ja, alles, was wir brauchen, ist hier. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Der Schädel dahin. Incense. Gehil, du stehst im Weg. Jeder aus dem Punkt weg. Meine Güte. Das benutze ich sogar sofort an. Warte mal, muss der dann hier weiter rein? Okay. Ich würde einfach mal behaupten, das ist richtig. Dann ist Tyrion. Du hast doch so einen schönen Diamanten, ne? Pack den einfach mal hier rein. Dann haben wir den Coin of Mammon, der wohin sollte? Schick das einfach auch mal an Dixis. Der macht das schon. Beside the dead remains. The aspect of the Avarice Lord sits clockwise, so. Also, wenn ich das richtig interpretiere. Hier. Und das Ding dann in die Mitte. Wir wollen aber wegen Assyrian dahin. Also müssen wir da wahrscheinlich sogar rein. Ansonsten kommen wir wahrscheinlich gar nicht ins Schloss oder sowas. Portal to the House of Hope. Ist das direkt das hier nebenan? Ach nein, das ist ja gar nicht Cassador, sondern das ist ja der Raphael. Ja. Horrors and fierce challenges wait the unprepared in hell. Are you sure you wish to proceed? Is your party truly... Was weiß ich? Wie sieht's denn um unsere Spellpoints aus? Vor allen Dingen bei Gale und Shadowheart. Eher weniger gut. Von daher würde ich eigentlich eher mal sagen... Ich glaube, das Portal verschwindet ja nicht. Gehen wir erstmal rüber zu Cassador. Ich weiß nur immer noch nicht, wie wir hier reinkommen. Das Ding ist... huge. Wo ist der Eingang? Das hier könnte so ein Geheimeingang sein. Muss ja erstmal drumherum laufen. Das hier könnte auch ein Geheimeingang sein, die Krypta. Okay, hier ist ein kleines Kind. Was hat die so zu sagen? Keep a lookout. The Mortark don't take kindly to raising the dead. But I won't be long, I promise. Who are you raising from the dead? My big brother Garrett. He got killed by that murderer guy. But I'm gonna fix him. Now keep watch. Okay. Exorde me, Merkel. Resuscita fratum meum. Emorte ad me rediga eo. The air crackles with power before fizzing out. The child has power but lacks control. You're close, Merkel. I can feel your shadow. Give my brother back, please. Warlock Akena, tell the child all you know of fiends snitch souls from the afterlife. Sollten wir ja nicht ganz so hochwürfeln müssen, das reicht ja schon. She nods along, enraptured by your explanation. Oh, that makes way more sense. Let me try again. Ich würde gerne diese Kopfbedeckung ausblenden, die sieht furchtbar aus. Resuscita fratrem meam. Emote ad me redigo eo. Ja, was machen wir jetzt, um das Kind zu retten? Wie kriegen wir das da weg?
Ich glaube, wir sollten erstmal gucken, dass wir die ganzen Skelette und Zombies töten. Kriegen wir das hier irgendwie so hin, dass die drei getroffen werden? Scheint nicht ganz so funktionieren. Dann vielleicht hier so hin. Vielleicht, dass die vier getroffen werden. Naja, aber wenn ich das hier so hinmache, kommen die anderen da ja gar nicht raus, ohne da durchzulaufen. Und dann greifen wir mal den an, der direkt neben ihr ist. Dann ist Tyrion. Bleib mal hier unten. Okay. Wir brauchen, glaube ich, ein schwarzes Loch. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob sie davon mit erwischt wird. Sieht nicht danach aus. Das heißt, ich ziehe jetzt einfach mal alle hier rüber. Leider nicht ganz so viel gebracht, aber egal. Dann stelle ich mich halt hier hin. Und schieße noch einen Eldritch Blast. Auf ihn. Auf ihn. Und eigentlich auf ihn, aber ich weiß nicht, ob ich ihn erwischen kann. Vielleicht, wenn ich noch ein Stück weiter hier rüber gehe. Ja, so. So und so. Ich habe keine Ahnung, wie wir das Kind da wegbekommen. Der Imp fliegt mal zwischen die hier. Okay, ich glaube, sie greifen das Kind anscheinend gar nicht an, weil... Ich weiß nicht, wer da noch mit im Kampf ist. Sie hier anscheinend. Das Kind hat aber ist überhaupt nicht dabei in der Runde, also... Hoffe ich mal, dass es nicht mitkommt. Okay, der Fette geht direkt auf Gale los. Und der auf meinen Imp. Na super. Du solltest wegrennen. Das machst du sehr gut. Gale macht einfach mal... Gale trifft das Kind mit dem, mit der Attacke? Das ist ja mal kacke. Können wir mit einer Shockwave den anderen da auch noch erwischen? Das wäre sehr schön. Vielleicht, wenn wir hier so hingehen. Ja. Dann schmeißen wir den Fetten da runter und den anderen da rein. Aber jetzt treffen wir sie auch. Oh Gott. Ja, nicht unbedingt. Muss man gucken, wie man das macht. Machen wir erstmal so. Er wurde eh gesaved, aber die anderen sind jetzt alle hier hinten in der Ecke. Wenn wir ihn umschubsen, dann ist wahrscheinlich viel zu fett, oder? Ah, wobei, nicht unbedingt. Hat sogar eine hohe Chance. Aber ich glaube, wir können nicht abhauen, oder? Ja, doch, anscheinend schon. Ja, dann lauf mal hier runter. Shadowheart, du solltest auf jeden Fall einen Guiding Bolt draufschießen, weil das sollte den richtig aus dem Leben nehmen, wenn das trifft. Irgendwie nicht, aber egal. Dann gebt ihr mal noch ein schönes Shield of Faith. Ja, sie scheint das Kind aber zu ignorieren, das ist gut. Mysterion? Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was wir mit denen anfangen sollen. Aber wahrscheinlich wäre es schlau, erst den Großen rauszunehmen. So, nächste Aktion. Mind Blast, können wir den machen? Nee. Hatten wir schon, aber wir könnten einen Repulsor machen, aber das trifft auch das Kind. Ansonsten Force Tunnel. Hier so durch. Trifft zumindest das Kind nicht.
Und dann machen wir Bumm, Bumm und Bumm. Der versucht echt an mir vorbei, also wegzuhauen, okay. Dann kriegt er einen schönen Schock ab. Und einen Shield Flow. Der ist nicht sehr intelligent. Da oben sind ja noch mehr. Hat die den ganzen Friedhof heraufbeschworen oder was? Ja, Gale. I don't know. Vor allem, ich weiß nicht, was wir machen sollen, ohne andere zu treffen. Ich meine, wir können hier so einen Eisregen hinmachen. Am besten so. Dann haben die, die hier oben kommen, nämlich auch noch Probleme. Shadowheart beschwört jetzt am besten. Ich weiß nicht, treffen die Spirit Guardians auch. Mich würde ja interessieren, ob die auch die Random-Leute treffen. Deswegen, ich glaube, das kann ich nicht riskieren. Ich könnte den vielleicht mal einfach hier in die Ecke schmeißen. So auf ihn drauf. Er wurde gesaved. Dann never mind, I guess. Ja, die rutschen erstmal schön aus. Na toll, jetzt sterben hier Innocent Bystanders. Das ist nicht gut für das Gewissen des Kindes. Ich weiß nicht, ob Dixus irgendwas machen kann, um die hier oben zu retten. Ich glaube, das wird schwierig. Ich meine, ich kann sowas machen. Jetzt darf sie nur nicht ins Feuer laufen. Dann können wir vielleicht noch so eine Stage Fright hier so hinmachen. Ziemlich genau hier. Und er wurde natürlich auch noch gesaved. Aber naja. Wo rennt sie jetzt hin? Ach, der ruft immer mehr. Das heißt, wir sollten ihn auf jeden Fall fokussen. Haut echt das Skelett, ey. Okay, Gale, wir wollen ihn da fokussen. Das heißt für uns... Ich weiß gar nicht, was das heißt. Vielleicht so ein Scorching Ray auf einem höheren Level. Rang 3. Das hat ein bisschen Damage gemacht. Und Shadowheart... Ja, ich kann nicht, während ich vor ihm stehe, Dings machen. Das ist zu geringe Chance. Und das hier wird keinen Damage bei ihm machen. Das ist Necrotic Damage. Hm. Vielleicht sowas. Das hat ordentlich Damage gesessen. Und dann bleibt er einfach weiter stehen. Er läuft einfach in den Cloud of Dagger rein und stirbt. Da ist noch ein Innocent Bystander gerade gestorben. Das Skelett stirbt auch, weil es da reinrennt. Jetzt kommen hier so viele und alle umstellen sie Dixus, ey. Aber Glückwunsch, Kind. Du bist ein erfolgreicher Necromancer. Muss ich schon sagen. Bin beeindruckt. Das trifft auch das Kind leider. Und die hat nur 5 Leben. Das kann ich nicht riskieren. Irgendwie ein bisschen kacke gerade. Aber das, was wir halt machen können, ist... um uns rumschießen. Ich weiß halt nicht, ob die anderen das überleben, wenn er stirbt, aber... Antwort ist ja. Können wir irgendwo... Wir können nicht wirklich laufen ohne... Ja, Ich glaube, wir sollten uns am besten hier wegteleportieren. Das wird sonst ein bisschen kritisch da. Das war sehr schlau von ihr. Ich weiß nicht, ob das im vorherigen Zug so geplant war, aber...
Gale ballert hier jetzt am besten einfach mal einen Feuerball rein. Shadowheart. Schießen Guiding Bolt auf ihn da unten. Und die alle noch so wenig HP, ey. Aber die müssten eigentlich alle gleich durch die Guiding Bolts sterben, beziehungsweise durch die Spirit Guardians. Ansonsten können wir ihn hier auch durch so eine Offhand-Attack töten. Und dann noch sowas. Der steht natürlich wieder auf. Aber Dixis kann jetzt hoffentlich was machen. Kommt der an den da oben dran? Ja, dann einmal bumm. Bumm und keine Ahnung, den hier. Sehr schön, jetzt haben wir dann noch einen stehen und hier oben ist noch einer. Und Gale, dann baller ihn doch einfach mal kaputt. Zumindest ein bisschen. Shadowheart, mach hier sowas auf ihn. Und der kommt jetzt auch hier runter. Der ist einfach da reingelaufen, wie so ein Vollidiot. Und keine Ahnung, ist Tyrion, kannst du ihn da wegballern? Probier's einfach. Der Double Shot. Miss und Critical Miss. Dann Dixis aber mit einem Eldritch Blast. Nur ein bisschen. Die ist weggerannt. Aber hey, wir haben ein Level Up. Zumindest ein Scale und Dixis aus irgendeinem Grund. Ja gut, hatte der denn irgendwas dabei? Ja, können wir gleich machen, Gale. Ich will mal eben gucken, wo das Mädchen hingelaufen ist. Aber ich glaube, die ist einfach ganz weggerannt. Und was hat sie sozusagen? Tell me, Sayer, if you leave a poisoned cake in a park and a child dies from eating said cake, are you responsible for the child's death? Yes, because you should know a child can't resist the temptation. Such wisdom. Which means you do not even have the excuse of ignorance. You showed a grieving child the ways of necromancy. Leave these hallowed grounds now. May Kellenvor have mercy on your soul. Naja, ich hab's ihr eigentlich nicht gezeigt. Ich habe ihr nur gezeigt, wie es richtig geht, aber I see your point. Was haben wir hier? Ich habe das Gefühl, das ist ein Eingang in die Villa hier, oder? Ich habe keine Ahnung, wie man sonst hier reinkommt. Diese Mauer ist unendlich groß. Aber jetzt brauchen wir echt eine Long Rest. Und dann können wir auch in die Hölle rein. Gegebenenfalls. Vielleicht gehen wir trotzdem erst zu Khazad-dûr. Weil ich glaube, die Hölle ist ein ganz anderes Level. Ja. Ich glaube, viel zu reden gibt es hier nicht. Go to camp. You made it too easy, mate. Wish there were another way. But I need the cash Lorowakan's offering for your little friend Nightsong. Du willst sterben? You're making a mistake, Aradin. Stop this before it's too late. Nah. I think I'm just on time. Lads, clear this place out and take whatever you can carry. After the lot of them are cold, leave the Nightsong to me. Das ist ein riesiger Fehler, was du da tust. Aber wenn du meinst... Wir sind sogar geheilt. Ja, dann viel Spaß erstmal mit einem Dolchfächer. In your face. Und wer von euch will noch einen Hitter bekommen? Ja, du, warum nicht? Der ist es, der hat sogar 28 HP. Ist er dumm?
Ja, komm, Assyrian, zieh dich mal ein bisschen zurück. Du wirst gecharmt. Ist nur schade, dass sie nicht dann für uns kämpft. Das wäre zu schön. Aber sie gibt uns eine schöne Warcaster-Opportunity. Was tun die da? Es wäre nur schön, wenn sie alle aufhören würden, auf Dixis drauf zu hauen. Bitte. Er liegt schon am Boden. Okay, jetzt ist es Zeit für die Spirit Guardians. Und dann spring einfach mal hier so hin. Das war's schon mal mit Aradin. Gott. Die sind sowas von am Arsch. Vor allem, weil Nightsong mit dabei ist. Gale hat komischerweise seine Punkte nicht zurückbekommen, aber das macht nichts. Warum treffe ich auf einmal... Habe ich irgendwas vorher angehabt mit Gale, dass der die Dings nicht getroffen hat? Aber das war ja von Anfang an. Ne, mit dem Feuerball trifft er die nicht. Ja, dann... Passt einfach mal einen Feuerball hier so rein. Ihr seid halt absolute Vollidioten, dass ihr hier reinkommt. Danke dafür, ey. Nächster weg. Hello, Heart. Willst du noch mal ein paar Spirit Guardians heraufbeschwören? Ich glaube, das ist ganz sinnig. Und dann schubst vielleicht sie einfach mal oder ihn. Ja, er steht so schön im Dolchfächer drin. Gib dir einfach ein Shield of Faith. Achso, das macht ja... Ich habe vergessen, dass das die Guardians wegmacht. Naja, was soll's. Nightsong macht kurzen Prozess mit denen. Die sollte nur nicht so häufig in den Dings rein und raus. Das ist nicht so schlau. Aber gut, die anderen sind auch nicht viel intelligenter. Warum werden hier noch... Ach ne, es werden gar nicht zwei Gegner angezeigt. Aber warum steht er da rum, wenn er tot ist? Naja, schieß ihn halt ab. Und verfehl ihn natürlich, aber der hält auch nicht mehr viel aus. Shadowheart, finish ihn. Our camp has been besieged by Briblings. And Dame Aelin is the prize that seduced them. I found a note on one of the foes. It read of the wizard Leroican and his designs upon my capture. Yes? Tell me, so? Ally mine. Did you know of this plot? I did, I should have told you. Ja, hätte ich vielleicht. There can be no doubt about it. But even Dame Aelin experienced lapses in her fine judgment. Allies we are and allies we remain. And we will unite us against the deviant plot of this mad mage. To Ramazith's tower they were meant to take me. Oh, won't Leroican be surprised when Dame Aelin trounces him in his own citadel? Let us hide to his chambers, his lair when morning breaks. We will see him undone in the style of the dead, unburied Ketherick Thorn. Gerne. Aber als allererstes Mal... Wollen wir Gale aufheben? Und Dixis wiederbeleben. Wo liegt er denn? Hier liegen gerade so viele Leichen. Hier vorne. Take
Tja, gut, dass der Abend noch nicht vorbei ist. Hier ist doch eine Notiz. A scuffed handle stamped with an extravagant seal boldly proclaims adventurers wanted for a perilous and profitable quest. Okay, das ist einfach nur der Aushang. Was haben die anderen so? Nicht viel. Was ist mit ihm hier? Der rum. Achso, ist das nicht der. So, hier. Er hat auch nichts. Er steht jetzt einfach in unserem Camp rum als Deko. Er bewegt sich sogar noch. Ja, gut. Dann würde ich einfach mal sagen: Go to bed. Heilen, Regen und überhaupt. So, und jetzt würde ich gerne diese Kopfbekleidung bei Dixis aus. Ja, ausstellen. Hide Helmet completely am besten. Der sieht nämlich nicht schön aus. Gut, dann können wir jetzt nochmal Talk to Annals Mills machen und den Imperauf beschwören. Dann können wir Scratch seine Scratches geben. Ich weiß nicht, ob irgendwer jetzt noch reden möchte. Ich weiß auch nicht, ob wir mit Jihira reden sollten, weil irgendwie wurde ja nicht gesagt, dass sie direkt ein Böse ist, aber irgendwie haben manche gesagt, dass sie impersonated wurde von manchen. Also wir haben das ja irgendwo gelesen in einem Brief. Aber es wurde irgendwie nicht wahrgenommen von unseren Leuten, von daher, I don't know. Gut, und dann können wir einmal das Level Up durchgehen. Dixis, Level 11, Warlock. Gained a spell und replace a spell. Sogar zwei Spells. Oh, Rang 6. Create Undead. Ich glaube, so ein Create Undead ist nicht schlecht. In manchen Situationen zumindest. Und wir können uns hier sogar noch ein. Ach, das ist ein Mystic Arcanum auch. Und deswegen müssen wir da genau überlegen, was wir machen. Wir hätten hier auch so ein AOE. Aber das ist Sculpt a Massive Sphere of Entropic Energy around a creature. Devastate the target and all surrounding creatures. Das könnte auch schnell böse werden, wenn. Ja, wenn Leute von uns dabei sind, deswegen nehme ich mal lieber dieses Race Undead. Und ansonsten, vielleicht ein Counterspell doch zusätzlich. Ich glaube, eine Reaction ist ganz angebracht. Gale, Level 11 Wizard. Er kriegt auch zwei Spells. Und die sind jetzt auch Level 6. Er könnte sogar auch einen Undead createn. Disinterrogate. Shoot a thin green ray from your finger. If the 50-100 force damage. Was? If the 50-100 force damage reduces the target to 0 hit points, it disinterrogates into a crumbly ash. Ja, warum sollten wir das nicht machen? Der Globe of Invulnerability ist auch super. Macht im Endeffekt das, was der Name schon sagt. Sunbeam, das war das, was Shadowheart auch schon vorher konnte. Ich glaube, ich nehme diesen Massive Single-Target-Damage. Das ist nämlich was, was uns noch fehlt. Obwohl, hier. Raise a wall of solid ice that deals 10 to 60 cold damage to anyone standing in its way. Und es gibt noch ein Conditional. 60 turns, what the fuck? Ja, aber wo kommt das Conditional her? Ne, ich glaube, ich nehme diesen Force Damage und. Ja, gut, ich kriege ja sogar noch ein zweites. Aber ich glaube, da nehme ich tatsächlich den Globe of Invulnerability. Ein bisschen defensiv zu handeln ist wahrscheinlich manchmal auch nicht schlecht. Ja, nehmen wir die beiden. Asterion, Level 11 Rogue. Gain a spell und ein Class Feature. Reliable Talent. When you make an ability check with a skill you are proficient with, the lowest result you can roll on the die is 10. Okay. Klar, warum nicht? Und der Spell. Ich glaube, Hold Person ist in dem Fall ganz angebracht. Shadowheart, Level 11 Cleric. Die kriegt einfach nur sehr viele Level 6er Spells und noch einen zusätzlichen Level 6 Spellslot. Ja gut, accept. Und dann sagen wir mal Leaf Camp. Und jetzt will ich mal gucken, was hier so drin ist. Lockpick. Still alive, so
Dann können wir hier mal rein. Ja, dass hier Traps sind, war irgendwie zu erwarten. Geht mal alle hier in die Ecke. Dann löse ich die mal aus. Ich weiß ja nicht, was es tut. Ist überhaupt irgendwas passiert? Wow! Ist der jetzt durchgängig? In der Tat. Dann hätte ich das vielleicht eher vermeiden sollen. Da ist noch ein Ding. Und noch einer. Ich meine, was soll schon sonst noch passieren, ne? Du sollst es nicht disarmen. Du sollst schon da durchlaufen. Da ist noch einer. Vorsicht. Okay, und looten. Oh, ich brauche Strength. Das ist nicht gut. Das ist gut. Ich bin stark genug, natürlich, meine ich. Was ist das? Skeleton. Ein Shield. The Legacy of... wie man das auch immer ausspricht. Kneel with the weight of all you value at his feet. And he will reveal himself. Wir nehmen einfach mal alles mit. Nun, Mausoleum, Golden Key. Das Skelett leg einfach mal nach draußen. Ich weiß nicht, ob wir ihn... Ich meine, wir haben ja, glaube ich, noch ein paar Scrolls of Speak with the Undead, oder? 5 Stück. Hatten wir nicht sogar den Spell erlernt? Anscheinend nicht. Aber ist ja auch egal. Wir können einfach eine Rolle anwenden. Ich weiß eh nicht, wie häufig wir das noch machen müssen. Anscheinend ist ein Skelett aber kein würdiges Target. Never mind dann. Ansonsten können wir noch einmal hier auf die Platte treten. Was aber anscheinend auch nichts macht. Rumbling Wall. Können wir die jetzt zum Einstürzen bringen? Secret Tunnel. Gorion Mausoleum. Hier geht's dann nämlich doch zu Cassador's Place, oder? Und wir noch ein Sarkophagus. Und wieder Stärke. Diesmal habe ich es nicht geschafft. Aber das können wir auch Shadowheart übernehmen lassen. Du schaffst das, oder? Ja, wunderbar, Shadowheart. Du bist richtig stark. Ich merke das schon. Gale? Willst du es mal probieren? Man, wir sind alle steeped im Bliss. Gale ist auch nicht stark genug. Dann bleibt uns nur noch Istirion. Wir werden wohl nie herausfinden, was in diesem Sarkophagus ist. Ich meine, ich probiere es noch einmal. Roll again. Aber ich will auch nicht zu viel ins... Es ist doch ein Scherz. Also, wir haben so viele Würfe. Ja, komm, einmal noch. Aber es ist wirklich das letzte Mal. Ein bisschen Inspiration brauche ich noch. Es ist lächerlich. Es ist einfach lächerlich. Können wir den nicht wegsprengen? Dixis, spring den Sarkophagus weg. Oder wie sieht's mit der Mage Hand aus? Kannst du die öffnen? Nee, du kannst es nicht mal bedienen. Interesting. Hier liegt auf jeden Fall ziemlich viel Geld und irgendwelche Bücher. Plea of the Gods. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Was steht denn hier? Lord Gregorian Gorion. Hier liegt Lord Gregorian Gorion, First High Constable of Baldur's Gate, the city's protector. Ich will da reingucken. Da ist bestimmt irgendwas Wichtiges drin. So ein Mist. Wo kommen wir hier raus? Unweit von dem anderen Mausoleum. Das hat sich jetzt irgendwie nicht richtig gelohnt. Ich dachte wirklich, das wäre ein Geheimgang gewesen. Aber trotzdem, Cassador's Place. Wie komme ich da hin?
Das scheint nicht von hier zu sein. Also hier ist ja überall... Ah, wobei vielleicht hier? Oh no, potten wir uns erstmal hier hin. Und dann müssten wir rein theoretisch hier irgendwie hochkommen. Kommen wir hier rein? Dürfen wir hier rein? Wir dürfen hier rein. Ist nicht verboten. Ist nicht rot. Können wir hier hochlaufen? Ja, können wir. Und das geht auch über den Turm sogar. Ah, das ist eine Katze. Was hat die Katze zu sagen? Tiere haben manchmal wichtige Informationen. It was another day in the city of lies, Baldur's Gate, where the people begged for justice until they starved. Two heroes were fated to cross paths that day. Their eyes met. Destiny was calling. And they both answered. Strangers? Only in a fool's definition of the word. It was the start of something incredible. Two heroes on the hunt for justice, no matter the cost. All the Tall One had to do was say yes. Yes, join me. The Tall One had failed the first test. They lacked caution. The cat could have just as easily been a foe as a potential friend. Perhaps it was simply not meant to be. Yes. Upon their return, the cat couldn't help but wonder whether the Tall One had finally decided how their die would be cast. Das will ich nochmal versuchen. Aber der Autosave ist im Camp. Ich meine... Ich möchte wissen, ob es irgendwas Wichtiges mit dieser Katze auf sich hat. Es ist nur eine Katze, aber trotzdem. Das Mausoleum, da haben wir jetzt nichts Wichtiges rausgenommen. So, who cares? Außerdem habe ich dann noch mal ein paar Chancen auf den Sarkophagus von dem anderen Typen da. Aber das Level-Up müssen wir auch noch mal durchgehen. Ja, komm. Mache ich das noch mal schnell. Na, geht doch. Eine schöne 20. Direkt beim ersten Mal. So, was ist hier jetzt so Schönes drin? Ein Elixier of Heroism. Wunderschön. Hm. Naja. Whatever. So, Katze. Was ist mit dir los? Ich habe irgendwie das Gefühl, es macht keinen Unterschied, was man hier sagt, aber trotzdem. Sorry, our destins aren't meant to intertwine. The Tall One had passed the first test. The second would come when they were ready. And not before. When would they be ready? Only the Tall One and fate truly knew. Okay. Upon their return, the cat couldn't help but wonder whether the Tall One had finally decided how their die would be cast. Okay. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwas in Zukunft noch gibt. So, wir können jetzt hier über diese Mauer laufen. Star Palace South Tower. Security shouldn't be too tight. Okay, wir können von hier aus rein. Gut zu wissen. Allerdings werden wir das erst in der nächsten Folge machen. Denn hier machen wir erstmal wieder Pause. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann... Bis zum nächsten Mal bei Baldur's Gate. Bis dahin. Bye bye.